grüß euch, Ladies and Gents, zurück auf meinen Kanal. Heute haben wir wieder was Besonderes. Ein sehr schönes Taschenmesser. Und zwar ist es ein Daryl Ralph Custom. Und zwar heißt das Modell AOD, Absence of Death, also die Abwesenheit des Todes. Was er damit sagen will, keine Ahnung. Vielleicht googelt es einmal, vielleicht findet ihr was, was er mit dem Namen sagen will oder was er da bringen will. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns einmal die Größe von dem Messer an, weil wir mal einen Größenvergleich machen. Was vielleicht viele daheim haben werden. Paramilitary 2. Da sind wir schon ein Ecken kleiner. Was habe ich noch da? Das Reef. Large Sebenza. Da sind wir immer noch ein Ecken kleiner. Chirogorov F95 ist immer noch kleiner. Und ein bisschen was Größeres. Hinterer XM24. Da sind wir dann, bewegen wir uns schon in der Größenregion, was das Daryl Ralph Custom hat. Also da sind wir ziemlich gleich lang von der Gesamtlänge. Schauen wir uns die Specs noch an, dass wir es genau wissen. Also Gesamtlänge würde ich sagen mit dem Backspacer, der da ein bisschen vorsteht, 24 cm. Klingenlänge haben wir 10 cm, davon scharf 9,6, 9,7 cm. Also eine richtig lange brauchbare Klingen. Schauen wir uns noch die Klingenstärke an. 4,7 mm hinter der Fasen, da hinten sind wir relativ fein für so ein großes massives Teil. Also da haben wir 0,5, sogar ein bisschen unter 0,5 vielleicht. Da vorne werden wir dann relativ massiv, also da haben wir dann, je weiter dass wir noch vorkommen, da haben wir hinter der Fasen dann schon über 1 mm. Wir haben da, was die Materialien angeht, die Klinge ist aus S35VN Stahl, ist nicht gemarkt, steht aber in der Birth Card. Also ich glaube nicht, dass es gemarkt ist, gesehen hätte ich nichts. Da haben wir das Daryl Ralph Logo, USA. Hinten auch noch einmal, Made in the USA, da sind sie ganz stolz, die Burschen da drüben. Die Handle sind aus Titan mit einem Custom Finish. Der Backspacer ist aus Titan, der Pocket Clip und der Backspacer ist aus Mokuti. Also summa summarum haben wir da sehr, sehr, sehr hochwertige Materialien. Vom Design her ist das eigentlich eine recht schlichte Form, so wie der Daryl Ralph das auch hat. Ist gar nicht derartig spektakulär, die Form, hätte ich gesagt. Es ist halt sehr groß, sehr massiv, wobei die Klingen aber sehr tauglich ist. Die hat einen Hohlschliff. Wie gesagt, da hinten laufen wir sehr fein zu. Von daher ist das Ganze auch sehr tauglich, obwohl es richtig gigantisch ist, das Messer. Wir haben da eine sehr schöne Satinierung oben. Oben auch in der Swatch eine sehr schöne Satinierung. Auf die Flats haben wir eine Längssatinierung. Also das ist alles sehr schön gelöst, finde ich. Also mit der Swatch schaut das richtig rasant aus. Fast Spearpoint, hätte ich gesagt. Da hinten das Chimping ist ja etwas griffig, aber
könnte durchaus griffiger sein. Wir haben da einen Titan Framelock Folder praktisch mit einem Steel Insert haben wir da auch verbaut. Over Travel Stop haben wir auch. Das Lock macht sehr, sehr gut zu. Also steht auch sehr, sehr früh. Ich hätte gesagt 20%, vielleicht 25%. Wir haben da Chimping auch angebracht auf beiden Seiten. Auf der Seite weiß ich nicht wieso. Vielleicht wegen einem Finger da, dass man, aber das ist sehr ineffektiv eigentlich. Und wir haben da keine, wenn du das siehst, da auf der Seite keine Aussparung ein bisschen. Deswegen kommt man da nicht ganz so gut dazu, aber da das Messer generell sehr breit ist, geht's. Also keine Probleme eigentlich. Generell die Verarbeitung, wie man von Daryl Rolf, wie von Daryl Rolf bekannt ist, ist sehr, sehr, sehr gut auf höchstem Niveau. Also der ist ja in die USA sehr bekannt und gehört da drüben zu den besten Messermachern, Custom-Messermachern. Also denn seine Arbeit ist sehr anerkannt, vor allem in die USA. Bei uns ist es nicht so bekannt. Wahrscheinlich auch, weil die Modelle sehr, sehr teuer sind. Die Griffschalen, die Titan-Griffschalen, sind da customisiert, von Hand customisiert. Mit so einem, ja, schwer zum sagen, wie man das Finish beschreiben sollte, aber da sind halt überall so kleine Bohrungen ineinander. Und da ist dann auch noch gegroovt überall außen herum. Und auch noch poliert. Also sehr eigenwilliges Design. Da dann auch noch, ich weiß nicht, ob das da innen so eine leichte blaue Anodisierung. Für mich schaut es fast aus, wie wenn der Bohrer heiß geworden war. Also wie wenn das durch Hitze auch entstanden war. Aber das kann man fast nicht vorstellen, weil dass man das so gleichmäßig hinbringt. Also ich glaube, da ist fast noch Anodisierung dabei. Auf der anderen Seite, also auf der Frame-Seite nochmal dasselbe. Auch der Backspacer ist, der Pocket Clip ist sehr cool gearbeitet, sehr eigenwillig, fügt sich super in das Design ein, finde ich. Ist Becken vom, also ist Cutout und das Becken haben wir da außen liegend vom Frame. Stört aber weniger. Ihr seht es da, der Pocket Clip liegt nicht auf und der ist auch nicht weiß Gott wie tauglich, hätte ich gesagt, weil er eben da vorne viel zu wenig angeschrägt ist. Das finde ich wiederum schade. Er ist auch nicht wirklich Deep Carry, also da steht schon mal, steht eine ganze Ecke vor außer vom Messer. Die Lockbar ist sehr, sehr fest, also sehr, sehr steif. Trotz alledem haben wir einen sehr weichen Klingengang. Der Detent ist wirklich sehr gut eingestellt. Also das flippt so gut wie immer aus jeder Lage. Freefaller ist es keiner. Aber vor allem am Anfang haben wir sehr viel Widerstand. Dann wird es relativ leicht. Aber trotzdem ist der Klingengang sehr, sehr weich. Also das Ganze läuft da auf Kugellagern. Wir haben da wieder die Anschlagpins. Das ist so ähnlich gelöst wie beim USMC Flipper vom Medford. Eigentlich sind die außen liegend auf der Klingen, laufen aber da drinnen. Also in der Griffschalen, also in der Ansicht sieht man die gar nicht, aber da sieht man, dass die da innen laufen und direkt an die Titan Scales eigentlich anschlagen. Finde ich eine recht coole Lösung und funktioniert auch wunderbar. Klingenstand bei so einem Titan Custom nicht verwunderlich, dass der perfekt ist. Generell
ist das sehr gut ausgenutzt da hinten, der ganze Raum. Und die Klingenspitzen verschwindet wunderbar da drinnen. Der Mokuti Backspacer, der steht da hinten etwas vor. Ist aber auch vom Design her wirklich cool, finde ich. Und da hinten haben wir so ein grobes Jimping drauf, das finde ich auch, das ist relativ scharf und finde ich gut, weil das beißt sich dann hinten wirklich schön in die Hand rein, wenn man das Messer aufflippt. Der Flipper-Tab, da bin ich halt leider auch kein Fan davon, dass das so hoch aufbaut, aber grundsätzlich ist er sehr komfortabel. Das Jimping ist auch okay da oben, lässt sich wirklich sehr gut bedienen. Natürlich dient es da dann als Fingerguard, was auch wieder okay ist. Der Joidl ist eher nichts für Wurstfinger, so wie ich sie habe. Also wenn man da dann mit dem ganzen Finger drauf geht, da ist man dann schon auf der Schneidphase. Aber wenn man da so ein bisschen, aber so wie halt kein Mensch arbeiten. Also das hätte ich, ja, ist halt durch den Flipper-Tab, ist es fast gegeben. Also die Klingen hätte man auch nicht viel besser da, oder die Schneidlänge nicht viel besser ausnutzen können. Ist halt designbedingt, glaube ich, kein wirklicher Mangel oder Nachteil. Grundsätzlich ist es wirklich ein sehr, sehr schweres, massives Messer zu einer Top-Verarbeitung. Also das ist, da gibt's, also an der Verarbeitung gibt es wirklich absolut nichts zum Aussetzen. Auch die Hardware ist ziemlich massiv und wir haben da überall die gleiche Torx-Verschraubung. Das heißt, man kann das Messer auch wunderbar zerlegen, sollte man es dann einmal reinigen, finde ich auch immer cool, vor allem bei so einem Custom Knife Maker finde ich das recht lässig. Kurze Anekdote noch zu der Firma Daryl Rolfe oder zu dem Messerhersteller. Custom ist ja immer so ein Begriff in der heutigen Zeit. Manche wollen als Custom nur bezeichnen, wenn die Klinge selber geschmiedet ist und wenn jedes Teil mit Hand gefertigt ist. Das ist irgendwie klar, dass das heutzutage nicht mehr möglich ist. Also das ist maschinell gefertigt, aber wie gesagt, das wird alles im eigenen Haus produziert und so ähnlich wie bei Grimsmaw kann man sagen. Und das wird dann von Hand das Finish gemacht. Also für mich ist das ein Custom, ein Full Custom. Genauso wie Grimsmaw auch, obwohl es hauptsächlich in der Maschine, also nur in der Maschine hergestellt wird. Aber da alle Teile im eigenen Haus gefertigt werden, da ein Mann das finisht, finde ich, hat das den Begriff Custom verdient. Und da haben wir dann auch ein kleines Problem bei Daryl Rolfe. Da hat es einen kleinen Shitstorm gegeben mal vor einiger Zeit, weil da ein Mitarbeiter von ihm behauptet hat, dass er Teile in China fertigen lässt. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Das hat der Marken auf alle Fälle ein bisschen einen Dämpfer gegeben. Der Mitarbeiter ist auch, glaube ich, mittlerweile entlassen. Ja, wie gesagt, da gibt es einige Hersteller, die sagen, sie bauen alles selber und dann Teile zukaufen, aber ob das stimmt oder nicht, kann man nicht sagen. Also bei Daryl Rolfe kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass das so ist, weil der wirklich einen sehr guten Namen hat eigentlich und sehr unerkannter ist in Amerika. Ja, aber das hat der ganzen Marken und der ganzen Geschichte ein bisschen einen Dämpfer gegeben. So, was gibt es Negatives an dem Messer zum Sagen? Wie gesagt, der Pocket Clip, der stört mich hauptsächlich am meisten. Der ist nicht wirklich tauglich, steht ab. Das hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Und als zweites kann ich nur sagen, den Flipper-Tab, der was meiner Meinung nach zu hoch aufbaut. Der Rest bei dem Messer ist absolut perfekt gearbeitet und in einer Top-Qualität. Optisch ist es Geschmackssache, die ganze Linie finde ich sehr schön. Das Finish, da würde ich mich für was Schlichteres entscheiden. Aber grundsätzlich gibt es da an dem Messer wirklich nicht viel auszusetzen. Ein sehr, sehr schönes und sehr teures und hochwertiges Custom-Messer. Gut, das war's schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleib's gesund. Ciao, Baba.